Juhu! So, okay. Bist du auch wieder so ein Wächter? Aber nicht weg, ja. Ja, sobald die Falle zuschlägt, ist es ja sofort vorbei, aber na, bis dahin. Wow, Strömung. Das könnte man auch mal. Ach Mann. Ach Gott, hat das mich schon wieder versaut. Oh Mann, oh. Ich hätte nicht gern gemeuchelt, aber das ist, glaube ich, hier der falsche Ort. Ach Leute, ihr Drecksfernkämpfer. Naja, gut, komm. Wenn es andere für mich machen wollen, bitte. Schön ist es in der Mine zu sein. Mach das nächste Mal, ne? Geht doch. Noch mehr Leute. Okay, kommt nur mit. Kommt alle mit. Schnell links, schnell rechts und Dampfhammer. Was ist mit dir? Das auch noch. Kein Problem. Danke. Es ist Ealziel, der direkt zu eurem Verstand spricht. Ich weiß. Ihr findet meine Psychic-Projektion in der Nähe des Tunnelausgangs. Ja, ich sehe. Ich weiß, wie man die Maorma aufhalten kann. Dann sprich. Ich weiß, was sie planen. Hey, durch meine Psychic-Projektion habe ich eine alte Ritualstätte nördlich von Mistral gesehen. Ja. Die Sevipan haben eine mächtige Kreatur namens Sturmatronach beschworen. Sie lassen all diese Energie in den Sturmsklaven fließen, den sie gebunden haben. Und jetzt fragt der Resultat, dieser schlaue Mensch. Ja doch. Was wollt ihr damit sagen? Die Kreatur kann nur eine gewisse Menge Energie in sich aufnehmen, bevor sie sich auflöst. Die gesamte Energie wird über Kenatis Rast hinwegströmen und alles töten, was mit ihr in Berührung kommt. Bis auf die Donnerkäfer natürlich. Oh, und der Berg im Norden von Mistral wird zerbersten und die Stadt spurlos auslöschen. Das sollten wir verhindern. Und das ist das Geniale ihres Plans. Wie bindet man eine Kreatur, die aus Sturmenergie besteht? Mit dem Wind selbst. Drei Ritualhörner halten den Sturmsklaven gefangen. Aber der Magnetstein hat nun genug Sturmenergie, um den falschen Winden entgegenzuwirken. Elegant, ja? Ja, wie elegant? Ja, bist du Khajiit? Ha? Kauft ihr? Was geschieht, wenn ich den Sturmsklaven von seinen Fesseln befreie? Er wird seine körperliche Gestalt ablegen und die gespeicherte Energie sicher freigeben. Also sicher für Kenatis Rast, meine ich. Ich schlage vor, einen großen Abstand zum Sturmsklaven zu halten, wenn das geschieht. Vielleicht mit einem festen Felsen zwischen ihm und euch. Alles klar, ich mach's. Ihr werdet keine Probleme haben. Und falls doch, habe ich eine Meile von Kenatis Rast entfernt ein Portal geöffnet. Dort werde ich so lange auf offener See auf der Stelle schwimmen, bis ich sehe, dass ihr Erfolg hattet. Nur eine Vorsichtsmaßnahme. Ich bin sehr zuversichtlich. Und schauen Sie bitte aus dem Fenster rechts, das Rettungsboot ganz unten. Von da aus spreche ich mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Weiterflug. Ah ja, gut. Diese Idioten, was machen die denn da? Ja, hat er doch erzählt. Hm? Ich nehme an, Seide, die brauche ich mich als Grundmaterial, um das zu machen, was ich jetzt halt gerade tun möchte. Ja. Okay, dann. Macht die Macht unschädlich. Macht die Macht. Hey yo, I'm Macht die Macht. Ja. Anspielung an Marky Mark. Inzwischen heißt er Mark Wahlberg. Bruder von Donny Wahlberg. Und die hatten vor ihrer Schauspielerkarriere halt eben auch ihre musikalische Marky Mark als Marky Mark. Und Donny Wahlberg als einer von den New Kids on the Block. Kinder des Meeres,
Eure Bande können den Orkan nicht halten. Mhm. Mein Freund, ihr habt es geschafft. Schnell jetzt, ihr müsst euch beeilen. Ich hab's ja vor. Ich weiß aber nicht, wie ich dahin komme. Aha. Da lang. Kommt, ihr müsst diesen Ort verlassen. Folgt mir. Ja. Ach so. Na komm, jetzt mach keinen Blödsinn. Aha. So. War's das schon? Oh. Rasm da. Da ist er wieder. Hi. Und? Mein Freund. Dem Tod so triumphierend zu entkommen, ist ein ständiger Nervenkitzel, nicht wahr? Ja. Natürlich nicht so aufregend für die Maorma. Wie habt ihr mich gefunden? Dank eurer Bemühungen sind die Maorma entweder geflohen oder tot. Richtig. Genartis Rast ist sicher und aus freien Stücken Teil des Altmeri-Dominions. Wenn ihr es denn unbedingt wissen wollt, Rasumdar behält vielversprechende Leute im Auge. Dankeschön. Jawohl. Juhu. Und jetzt? Und jetzt? Müsste ich noch eine... Kriege ich die Errungenschaft schon? Ja. Nein. Noch eins? Ja, genau. Stellen wir doch mal schauen. Da ist es schon. Zack, weg. So, jetzt ist die Frage. Sollen wir in Kinatis Rast noch die restlichen verbleibenden Quests machen, die uns nichts bringen? Zum Beispiel diese drei da hinten. War ich da schon? Nein, da war ich noch nicht. Ich bin wo? Was denkt ihr, ist geschehen? Ich weiß, was geschehen ist. Ne? Ja. Ach, das ist klein. Und da gehen wir einfach mal hin. Ups, was ist mit dir? Oh. Irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht sollten wir in ein paar Blitzableiter investieren. So, jetzt ist die Frage, kommen wir hier überhaupt noch mal irgendwie raus? Oh Gott, Hilfe. Nein. Hier durch vielleicht? Können wir da durch? Das ist kein Durch. So. Also bevor wir jetzt hier uns den Wolf suchen. Seepocken sind so eklig. Es ist zwar nur eine sehr schlechte Textur, wie ich gerade sehe. Aber, oh nee, Katzenalarm, Hilfe. Ach komm, ich werde mal ein bisschen mogeln. Ich werde mal, hallo Katze. Ich kann für nichts garantieren jetzt, weil die Katze ist direkt bei mir. So, zu Spielereisen, zack. Ich freis mal den nächsten... machst du es bitte? Dankeschön. Ja, auch im Schwimmen kannst du teleportieren, ja. Dankeschön. Dann nehmen wir die hier, ist mir egal. Das müsst ihr sehen. Maushand? Maushand ist da. Zweite Katze ist da. Erste Katze ist da. Es ist der absolute Wahnsinn. Ja. Hallo Katze. So, und jetzt nochmal Kinatis Rast, wie das Ding heißt. Und dann sind wir am besten wohl... Wollen wir das? Das sieht nicht so interessant aus, oder? Aber naja, komm, hier. Wir machen einfach mal. Die haben das designt, die haben das programmiert. Die haben ein Recht drauf, dass man spielt. Ach, die eine Katze mag es nicht so gern, wenn die andere Katze so nah ist, ne? Und ich mag es nicht, wenn es so nah an meiner Maushand ist, weil... So, also irgendwas, das ist nicht so toll hier. So, ich markiere mir einfach mal, ach komm, da müssen wir hin.
Wenn es gleich Tumult gibt, dann ja, macht die eine Katze deutlich, dass sie das nicht so gerne mag, dass die andere so nah ist. Einfach mal so, um es zu sagen. Ja, also sie fängt schon ein bisschen an. Ah, guck mal hier. Was bist du? Oh, Donnerkäfer. Ach komm. Das hat sie so verjagt. So. Aber ich will euch jetzt nicht mit meinen Haustieren nerven. Es sind zwar edle, tolle Tiere. Und ich mag sie total gern, aber... Ja. Mit meinem Let's Play haben sie jetzt nichts zu tun. Es ist alles umsonst. Ach Quatsch. Diese verdammten Kreaturen. Erst der Orkan, dann die Ratte aus dem Meer. Was jetzt? Fliegende Schlammkrabben? Mhm. Weiß Renders Gnade. Wir brauchen mehr Zeit vor der Inspektion. Bas, Bas, wir brauchen Bas. Was für eine Inspektion? Dominion-Inspektoren. Aufseherin Harani hat um Hilfe gebeten, um die Schmuggler zu stoppen. Wir sind ehrliche Bauern mit guten Kunden. Unser Mondzucker wird nur als Gewürz und nicht zum Skoma-Brauen verwendet. Aber wenn die Inspektoren herausfinden, dass wir unsere Felder nicht beschützen können, sind wir geliefert. Und wovor? Vor haarigen, ekligen, quiekenden kleinen Ratten. Seit dem Sturm wimmelt es auf der Plantage von ihnen. Mhm. Die Inspektoren werden uns fragen, wie wir unsere Felder gegen skomabraunde Diebe sichern wollen, wenn wir nicht einmal in der Lage sind, sie vor diesen Zuckerfressern zu beschützen, die hier alles vollköteln. Ist es jetzt tatsächlich wahr? Eine Katze. Na, das ist eine Katze. Fragt mich einen Menschen. Das hier ist ein Mensch. Nach dem, was man gegen Ratten machen kann. Also ich hätte einen Tipp für dich. Schaff dir eine Katze an. Findet heraus, warum Zunderschwanz-Sändchen-Tiger so faul herumliegen, anstatt sich die Bäuche mit Ratten vollzuschlagen. Okay. Erwartet dieser seine Arbeit zu behalten, wenn der Talmor Ungeziefer auf unseren Feldern findet? Was wird der Inspektor machen, wenn er Ratten findet? Bestenfalls, die Inspektoren werden befürworten, dass unser Mondzucker konfisziert wird. Und schlimmstenfalls? Im Osten brennt eine Plantage. Sind die Inspektoren dafür verantwortlich? Wer kann das schon sagen? Jedenfalls wird Mistral um unser Ableben weinen. Ohne die lachenden Monde wird das Goma durch die Straßen fließen. Woran liegt das? Wenn der Mondzucker knapp wird, wenden sich die Leute an Schmuggler. Mit den Schmugglern kommt das Goma. Aber die Inspektoren kommen nicht von hier. Sie hören uns einfach nicht zu. Es ist da tatsächlich die Frage von Resultat, der alle Gebiete bereist, alle Quests gemacht hat. Was ist Mondzucker? Ich lasse es mir nochmal erklären. Ha, ihr wollt mich wohl am Schwanz ziehen, ja? Wenn du so ein fragst. Weißes, sehr süßes Pulver, das auch als Gewürz verwendet wird. Manche von uns glauben, man gewinne dadurch wahres Wissen über Yakajai, wo alle Schicksale zusammenlaufen. Andere brauen Skoma daraus. Erzähl mir mehr über Yakajai. Es steht anderen zu, darüber zu sprechen. Die Mönche des Tanzes der zwei Monde könnten euch etwas darüber lehren, wenn ihr sie aufsucht. Was wird der Talmor machen, wenn ihr bei der Inspektion beanstaltet werdet? Bestenfalls die Inspektoren... Was? Nein, das ist Mondzucker? Nein, Skoma. Gift. Skoma-Händler behaupten, ein einzelner Tropfen würde genügen, um der Welt zu entfliehen. Das liegt daran, weil man durch das Trinken von dem Zeug noch mehr davon trinken will, bis man überhaupt nichts anderes mehr möchte. Was wird der Timer machen, wenn ihr bei der Inspektion fahrt? Das weiß ich doch. Ja, ist ja gut, jetzt sowas mache ich. Ich frage den Sentient-Tiger, warum er nicht jagt. Hallo, Sentient-Tiger. Wo bist du? Bist du oben? Du bist oben. Bösartige Mörder? Ha! Viel eher klauenlose Decken. Mhm. Wollt ihr einen Teppich kaufen? Oder drei? Sie sind zu nichts weiter gut. Ja, Affe, selbst ihr. Was ist mit den Sentient-Tiger los? Fresst die Ratten nicht, sagt dieser. Hören Sie auf ihn? Nein! Dummer Senche, fauler Senche. Warum dürfen Sie diese Ratten nicht fressen? Das haben Sie schon. Das ist das Problem. Mondzucker macht sehr schläfrig, wenn man zu viel davon isst. Ratten fressen Mondzucker, Senche fressen Ratten und dann faule Senche. Besonders du, Gobani. Und kann man sie nicht antreiben? Nicht mit einem Zuckerbauch.
Diese nutzlosen Sänche könnten eine Ratte höchstens dann töten, wenn sie auf sie drauffallen würden, aus großer Höhe. Ja, ja. Falls Sänche sich nicht bewegen, was werdet ihr dann wegen der Talmor-Inspektion tun? Reingehen, die Türen abschließen und warten, bis sie wieder verschwinden? Nein, lass diesen mal nachdenken. Was könnte man ohne Sänchejäger... Die Donnerkäfer, hey! Nein, das würde nie klappen. Was ist denn jetzt mit denen, erzähl? Donnerkäfer nisten in der Nähe. Ich weiß. Sie verteidigen ihre leckeren Eier vor jedem, der eine Mahlzeit aus ihnen machen möchte. Ja, wenn ihr euch einen Arm voll Eier schnappen könntet. Und die werden es dann nicht verteidigen? Zweifellos. Aber sie würden sich davor hüten, den Eiern zu schaden. Sobald ihr sie erst einmal habt, zerschlagt ein Ei in jedem Rattennest. Und der blitzende Zorn der Donnerkäfer wird die Ratten töten, bevor die Inspektoren eintreffen. Sehr schön. Ihr seid doch kräftig, ja, sehr. Oder? Ein kleiner Schlag wird euch doch nicht aufhalten. Okay, ich guck mal, ob das klappt. Wundervoll. Hebt ihr ein paar Eier für Zunderschwanz auf, ja? Sie sind sehr schmackhaft. Naja, gut. So. Okay. Alles klar. Was haben wir hier? Da ist ein Rattennest. Hallo. Na? Oh ja. Sehr schön. Die sterben jetzt. Oder ist das eklig? Uhu. Ja. Das ist sehr eklig, aber sehr effektiv. Mach ich. Hallo. Hä? Hallo? Oh Gott, dauert das lang. Dann warten wir hier mal ein bisschen. Sehen wir da was? Was? Sie rennen nur weg. Ja, ist das eklig. Ah ja. So. Warum muss ich da jedes Mal so lange warten? Ach Leute, das ist doch Quatsch. Ist das okay so? Jetzt geht's plötzlich eins nach dem anderen. Irgendwas ist da wieder kaputt. Ich weiß ja auch nicht. Aha. Okay. Das ist schon ein bisschen eklig mit den Ratten, die da weglaufen. Gut, dann reden wir mal mit dem. Ich könnte eine Pause. Das steht außer Frage. Jurandara. Er hat dieses Ungeziefer wirklich in die Schranken gewiesen. Jo. Es ist schlau, die Donnerkäfer so aus ihren Hügeln zu locken. Ein Plan, der Bandar würdig ist. Dann sind sie alle weg? Ich habe alle Ratten beseitigt. Hervorragend. Unser gnädiger Inspektor war sehr nachsichtig mit uns. Vielleicht wird es sein Urteil beeinflussen, wenn er euren Einfallsreichtum erblickt. Kann ich auch noch was machen? Jone und Jode tanzen einen Reigen der Gnade mit euch, Wanderer. Oh. Was immer der werte Inspektor auch finden mag, stehen wir tief in eurer Schuld. Okay. Jawohl, ja. Natürlich.
werdet ihr auch mit uns essen? Was? Nein. So, hier sind wir. Das wird nicht nötig sein. Okay. Kaschitische Speisen sind zu kulturell für meinen Gaumen. Zu kulturell? Boah, ist der nett Arschloch. Entschuldigung, aber das war echt... Kaschitische Speisen sind zu kulturell für meinen Daumen. Ja, genau. So, gut. Dann schauen wir uns noch ganz kurz... Ach Gott, ja, hier, dann Käfer. Ne? Ihr warst fast eine große Hilfe, aber jetzt ist gut. Vielleicht kriege ich ein paar... Käferbeine. Naja, schade. Weil für mein Lieblings-Buff-Food brauche ich halt eben immer Käferbeine. So, können wir jetzt hier mal bitte einen Schrodum kriegen? Diese hat Botschafterin Tarinwe nie getraut. Das macht wenigstens nix. Bekommen wir eine Botschaft in Eldenwurz. Ja. So, nächste Folge.